Oh mein Gott, ein Funky-Spawner! Hallo, 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 weiter geht's mit Clash Royale. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Partie auf meinem wunderbaren Kanal. Update-Idee. Der Funky-Spawner. Oh mein Gott. Ich habe das Ganze gefunden auf Reddit, da hat jemand ein Bild gepostet, hab's minimal abgeändert, damit es noch ein bisschen schicker aussieht. Und zwar der Funky-Spawner. Der sieht nämlich so aus. Ein Labor, zwei Funkis kommen raus. Und diese beiden Funkis sind natürlich ein bisschen kleiner. Es sind so Mini-Funkis. Aber trotzdem, die machen richtig viel Aua. Denkt daran, Leute. Funky lädt auf und haut dann einfach alles weg, was kommt. Natürlich keine Lufttruppen, sondern nur Bodentruppen. Aber Funky zerstört alles. Und man müsste sich überlegen, wie soll man von zwei Lanes, wenn man das so splittet, wie soll man von zwei Lanes einen Mini-Funky allgemein verteidigen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden mal kurz abchecken, was Funky allgemein hat. Natürlich hier nur eine Update-Idee. Ob sowas umgesetzt wird, das werden wir natürlich bezweifeln. Und ich glaube niemals daran. Aber hier, ich will nicht wählen, ich will Informationen abchecken. Information, das ist Funky hier am Start. Funky hat 1320 Trefferpunkte und macht 1430 Flächenschaden. Das ist viel. Wenn wir jetzt sagen, Funky hat 600 HP und macht trotzdem noch seine, was weiß ich, 650 Damage. Wäre halt mega krass. Und das wäre, glaube ich, viel zu OP. Was ich mir vorstellen könnte oder was allgemein auch eine Idee ist, Varo bringt Supercell nicht Herausforderungen. Natürlich, wir haben schon alte Herausforderungen recycelt mit neuen Namen. Finde ich mega scheiße. Man sollte echt neue Sachen bringen. Was wäre, wenn es Herausforderungen kommen für nur zwei, drei Tage, wie jetzt auch, und dort werden einfach so Trollkarten drin sein, wie zum Beispiel ein Funky-Spawner. Darauf hätte ich ja mega Lust und das wäre so, so lustig. Boah, wäre das geil. Supercell, bitte macht das. Macht eine Herausforderung mit einem Funky-Spawner, den man dort spielen kann, nur in der Herausforderung. Das würde so viel Abwechslung und so viel Spaß bringen. Das wäre mega geil. Was haltet ihr von der Idee allgemein vom Funky-Spawner und von dieser Herausforderung, wo man auf jeden Fall so Trollkarten hat? Gerne in die Kommentare. Ich glaube, das wäre geil. Ich glaube, das wäre geil. Bislang immer Herausforderungen, wo man so richtig reingeschwitzt ist, bis zum geht nicht mehr Gas gegeben, wo man richtig die Leute versucht hat zu vergewaltigen, zu demütigen und nicht einen auf den Sack geben, damit man das packt in die 13 Wins. Nein, einfach mal rumtrollen. Und als Belohnung bekommt man dann halt, keine Ahnung, irgendwie geile Kisten, geile Scheiße und geile Sachen und alles Mögliche. Das wäre lustig und darauf hätte ich auf jeden Fall Bock. Mal schauen, ob das irgendwann mal umgesetzt wird. So war es natürlich also eine Update-Idee. Ob es das geben wird, wird natürlich, wissen wir nicht. So, wir spielen wieder das komische, ich spiele wieder das Golem-Deck. Ganz einfach, weil, weil ich noch die Kronen, bzw. die Clan-Truhe farme. Und wir gerade dabei sind, deswegen kann man hier ein bisschen Gas geben. Kann man noch ein bisschen farmen, denn wir brauchen die Kronen. Wer braucht nicht die Kronen? Ich weiß es nicht, wir brauchen alle die Kronen. Was ist das denn für eine Starthand hier? Was ist das denn für ein Rotz? Das ist ja nur Scheiße hier. Pfeile mal drüber, warum? Ich habe sie gerade übrig. Alles Klärchen, spielen wir das so. Der gönnt sich. Oh yeah, noch kurz den wunderbaren Skelettschwarm rein. Hat er einen Sepp? Er hat einen Sepp, ist okay. Ein paar Hits davon machen. Ich habe die Pumpe stehen. Alles im Rahmen des wunderbaren Rahmenschnitzels. Alles noch okay. So, was volltroppen lohnt sich nicht. Wir haben die Pumpe am Start. Das ist auf jeden Fall alles in Ordnung hier. Damit können wir arbeiten und damit können wir auf jeden Fall Gas geben. So, weiter geht's hier. Alles gleich, dann kommt mit so einem Rotz. Es wird natürlich jetzt alles verrecken. Das ist hier hoffentlich bewusst. Wir kommen mit einem Golem. Warum wir was können. Vielleicht zu früh schon der Golem. Obwohl, er hat einen Riesen, den hat er gesetzt. Er hat eigentlich jetzt nichts in der Offensive. Also können wir es machen. Die Skelett-Armee ist auch raus. Denkt daran. Denkt daran, meine jungen Damen und Herren. Die Skelett-Armee ist raus. Er kommt mit einem Bowler. Mit einem sehr interessanten Bowler. Wir droppen die nächste Pumpe. Wer gegen den Bowler auf jeden Fall. Ich mach's schon mal. Ich fange gleich mal schon an und werde schon mal Gas geben hier. So, der Loon kommt. Wut ist am Start. Pfeile sind bereit. Pfeile kommen. Ja, Pfeile kommen. Komm, Loon. Ja, Loon, du bist noch da. Du bist noch da, Loon. Du bist noch richtig geil. Loon, du bist ja noch richtig geil. Da wird sie ja richtig gegönnt. Ist das der Tower? Es sind zwei Hits. Es sind zwei Hits. 500 HP nur noch. Und wir hatten zwei Pumpen stehen. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott. Ist ja so mega mächtig, was hier schon wieder passiert. Oh Gott, wie sehr ich dieses Deck liebe. Es ist ja so geil. Nein, der Bowler. Mist, ich hätte warten müssen, bis der Bowler down ist. Egal. Viele sind von der Skelett-Armee verreckt. Scheißegal, passt auf jeden Fall. Ja, da bisschen Damage ist okay. Wir kommen natürlich mit der nächsten Puppe. Und es sieht doch wieder sehr gut für uns aus. Natürlich gehen wir auf drei Kronen. Wieso? Für die Kronentruhe. Für den Clan. Nicht für die Kronentruhe, sondern für die Kronentruhe auch, aber auch für die Clan-Truhe natürlich. So, wir starten den nächsten Golem. Von hier. Ein bisschen weiter vorweg. So, alles gleich. Wir gehen natürlich auf drei. Was denn sonst? Immer schön auf drei. So, da kommt die Skelett-Armee, da kommt ein Scharfrichter, der gönnt sich. Der gönnt sich richtig natürlich. Dann droppen wir den mega Lakaien hier hinein. Dann warten wir kurz. So. Wut kommt. Sehr geil. Wut ist am Start. Da
Okay, die switchen sogar genau auf den ersten Tower. Alles gleich hin. So, Skelett Army. Kommt sein Zap. Sein Zap kommt. Ich traue noch einen Golem rein. Ha. Mist. Schade. Hat er noch einen Feuerball? Wenn ja, wird er sogar den Tower noch bekommen. So, Luna ist am Start. Er hat einen Feuerball. Hier kommt die mit unserem Wutzauber. Pfeile sind bereit. Pfeile kommen. Ja, Pfeile sind auf dem Weg. So, eine Pumpe rein. Warum? Weil es kann. Sehr gut, der Golem ist da oben am Start. Das sollte doch reichen. 800 HP, der Mega Minion ist auch noch da. Dein Riese ist down. Einfach mit der Pumpe eiskalt. Wären es halt nur zwei. Okay, dann wären es halt nur zwei. Willst du mich verarschen? Warum habe ich noch nicht gewonnen? Egal jetzt, aber hast du jetzt noch einen... Oh Gott, wie, Alter, jetzt hör doch auf, hier rumzutrollen. Jetzt hör doch auf, hier rumzutrollen. Was ist los mit dir? Alter, jetzt trollt ihr hier noch rum, aber richtig. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kriegen wir gar keinen Tower mehr. Wir spielen jetzt unentschieden. Bitte was? Wir verlieren jetzt noch? Nein. Erstmal schön auf die Pumpe schicken. Wow. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab mal verloren. Was? Was ist hier passiert? Ja, hätte ich mal einen Funky-Spawn. Bitte, bitte was? Ich hab noch verloren. Ich gehe voll auf 3 und kassiere noch. Oder Witz, ich hatte... Sorry. Ich dachte, ich hätte den Sieg so sicher, dass ich einfach... Das hätte ich nicht erwartet. Oh mein Gott, was war das denn? Ja, das passiert mir auch nicht alle Tage, aber es passiert mir manchmal. So, alles Gleiche, weiß ich Bescheid. Ich droppe einfach Skelett Army. Ich droppe mal Skelett Army rein hier. Alles da. Oh hier. Na klar, der Ofen. Was denn sonst? So ein Scharfrichter? Ja, ein Scharfrichter. Muss ich ja droppen. Muss irgendwas raushauen. Sehr gut. Mach kaputt den scheiß Ofen. Oh, spielt noch ein Mega Minion hier. Nicht schlecht in der Verteidigung natürlich. Ich habe ja so einen richtig scheiß Starthand. Ich muss mit einem Golem verteidigen. Ich muss jetzt schon mit einem Golem verteidigen. Das darf man auch keinen erzählen. So, bitte. Oh, der Tower geht nicht auf den Scharfrichter. Gottes Willen. Oh, jetzt geht er aber drauf, ne? Immer noch nicht. Wir warten kurz. Wir werden erst die erste Pumpe drauf. Lohnt sich halt gar nicht, jetzt mit dem Loon zu kommen. Da bringt er gar nichts hier. Erste Pumpe ist am Start. Oh Gott. Oh mein. Oh, um Gottes Willen. So. Pfeile. Pfeile kommen. Mega Minion. Kommt auch. Skelett Army wird nichts bringen. Der wird sie. Oh Gott. Okay, Tower ist weg. Ja, der Tower ist da weg. Alter, er hat zwei Scharfrichter. Egal, Leute. Ist gar kein Problem. Ist alles gar kein Ding hier. Jetzt werden wir noch kurz drehen. Das ist alles gar kein Problem. Scharfrichter zur Verteidigung. Das ist gut, weil sonst macht er echt zu viel Damage. Das gefällt mir nicht. Zu viel Damage ist blöd. Ja, zieh ruhig ran. Ist in Ordnung. Geht trotzdem alles down. Alles gar kein Ding. So, nächste Pumpe hier. Pumpe Nummer 2. Aber wir müssen offensiv gehen. Wir gehen schon mal offensiv. Jetzt den ersten Golem. Offensiv nach vorne. Dann kommt gleich mein Loon. Loon ist am Start. Warten wir natürlich auf den Wutzauber. Loon kommt, sehr gut. Loon kommt auch. Sehr geil. Loon ist am Start. Ja, ja, doch. Der Loon, der gönnt sich erstmal den Tower. Das gefällt mir natürlich. So, nächste Pumpe. Sein Tower ist auch down. Sehr, sehr gut. Mein Loon gönnt sich auch noch ein paar Hits da oben drauf. Auch gar nicht mal so schlecht. Hier, Skelett Army. Kommt das Holz. Sehr, sehr spät. Wir gehen auf 3. Jetzt gehen wir aber. Diesmal gehen wir auf 3. Diesmal gehen wir auf jeden Fall auf 3. Anders kann ich mir das gar nicht jetzt vorstellen. So, warten wir kurz ab. Scharfrichter. Sehr gut. Warten, bis drauf geschossen wird. Jetzt vorher noch den Kollegen, dann setzen wir den Kollegen, dann setzen wir noch einen Wutzauber oben drauf und dann gib ihm. Okay, jetzt geht natürlich der Loon auf den nächsten Tower, scheißegal. Das ist egal, auf den nächsten dann halt noch. So, noch ein Golem hier rein. Der Golem da oben sollte... Komm, das reicht. Komm, geh auf 3. Mein Junge, dann packst du da oben. Noch Pfeile drauf, Golem. Staub an dich. Und verlieren. Wieder. Wirklich? Wirklich? Das Holz. Okay, das reicht nicht. Noch ein Loon rein. Loon kommt. Wutzauber drüber. Ich muss noch eine Pumpe droppen, sonst habe ich da unten verloren. Okay, der Loon macht es.
Es war schon wieder so knapp. Ich sollte nicht auf 3 gehen, aber ich möchte auf 3 gehen. Ich spiele so riskant, einfach nur, weil ich die Kronen brauche. Ich hoffe, das versteht ihr. Natürlich, zwei sichere Kronen sind besser als 3 riskante. Keine Ahnung, egal. Hatte wir fast wieder verloren. Unfassbar, der Königsriese da unten. Eieieiei. Dann war ja ganz schön knapp. So, nächste Game. Natürlich so lächerliche Scheiß-Games. Will eh kein Mensch sehen. Wir wollen was Krasses sehen. Deswegen gibt es auch krasse Sachen. Ja, so weiter geht's hier. Megalakai ist auch am Start. Starte ich erstmal mit hier. Warum denn nicht? Sehr schön. Wo ist denn die Pumpe? Natürlich wieder ganz hinten, liebes Spiel. Fick doch die Hände. Steckt gleich meine ganze Faust über den Arschloch. Wo ist sie denn? Mann, die alte Pumpe. Letzte Karte. Letzte Karte mal wieder. Ich habe nichts anderes erwartet. Immer letzte Karte. Teile sind total useless eigentlich. Da blitzt noch rein. Okay. Das war gut. Das war eigentlich gut, dass ich die Pfeile noch gedroppt habe. Das war auf jeden Fall in Ordnung. Wir werden einfach mal einen Loon setzen. Einfach mal einen Loon, just for fun, reingeballert. Mit einem Wut dazu. Einfach nur so. Kommt der durch? Als ob der durchkommt. Bitte was? Warum kommt der einfach durch? Ich habe keine Ahnung. Er kommt halt einfach durch. Nein. Das brauchst du gar nicht hier. Hör bitte auf. Dankeschön. Sehr gut. Sein Tower ist auf 125 und die Skin Army holt sich jetzt den Tower, oder was? Ich musste einfach Karten loswerden, weil ich meine Pumpe brauche und gönn mir einfach einen Tower. Ja, läuft halt bei uns, Leute. Oh Gott. Hört auf mit so einem Blödsinn jetzt hier. So, schön stunnen. Ja, der Brückenspam ist ja bekannt, allgemein. Von Elite-Barbaren. Alles gleich in 337 hat mein Tower nur noch. Kann man mal machen. Ich habe die Pfeile für seine Lakaienhorde. Müssen wir natürlich später wissen, wenn wir anfangen mit dem Golem zu pushen. Wie jetzt zum Beispiel. Golem. Wir werden natürlich wieder auf 3 gehen, selbstverständlich. Weil es wäre ja zu einfach. Das wäre ja zu einfach, wenn wir irgendwie nur auf einen Tower gehen. Das ist immer doof. Immer 3. Wird immer auf 3 gehen. So, Pfeile. Wunderbar. Pumpe, bitte Pump. Loon kommt. Jetzt noch ein Wutzauber oben drauf. Und dann gib ihn. Hat er ein Gebäude? Ich glaube nicht. Das sieht doch schon wieder. Oh, er blitzt. Der Blitz hat aber nicht gereicht. Wer schießt denn auf meinen Loon? Gott, bitte was? Durch den Blitz, durch den Split von dem Golem. Durch den Split von dem Golem ist einfach mal der Kronentower auf meinen Loon gegangen. Was soll denn diese Scheiße? Egal, nächste Pumpe. Alles klar, dann spielen wir das so rein, genauso wie so. Oh, der gönnt sich. Der gönnt sich aber richtig. Der Scharfrichter gönnt sich. Jetzt muss er natürlich aufpassen auf seine Lakaien. Horde. Loon kommt. Wut rein. Da kommt sie. Pfeile. Komm, lebe Loon. Dankeschön, dass du noch lebst. Diesmal geht keiner auf den Loon. Oh, das sieht gut aus, das sieht besser aus. Nein, die Pfeile haben gereicht. Shit. Wir packen nicht 3. Wir packen keine 3 Kronen. Das gibt's doch gar nicht. Und er trifft mit dem Blitz den Tower nicht. Was? Was sind das hier für Games? Aber wir kommen eine Goldruhe. Was sind das für 3? Das waren die krankesten und krassesten und durchgedrehtesten 3 Games, die ich jemals in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe. Und alles noch im Video. Dann läuft der richtig bei uns. So, 1 geht noch auf jeden Fall. Immerhin. Also 1 muss noch drin sein, Leute. 1 ist noch, ob das auch so verrückt wird. Wir werden es sehen. Los. Weiter. Zocken. Eieieiei. Das habe ich auch selten erlebt. Oh Mann. Ja, mit dem Golem. Ja, wo, seht ihr es? Haben wir schon einmal mit der Pumpe gestartet? Ich glaube nicht. Eieieiei. So, Megalakai natürlich gedroppt hier. Falsche Seite. Ja, falsche Seite. Ja, doch. Ich muss halt mal gar Karten loswerden, sorry. Egal, das ist auf jeden Fall nur guter verteidigt hier. Wir haben mal eine Pumpe. Wir haben endlich mal eine Pumpe. Alter, wie lange die Skelette überlebt haben, obwohl da eine Wahllos ist. Die alte Valkyrie, die dreht sich doch, die junge Dame hier. Das gibt's doch gar nicht. So, Pumpe Number One. Darf mein... Oh, Feuerball. Sehr schön. Der Feuerball kann nicht auf meine Pumpe. Einmal gehittet hier von dem Scharfrichter. Sehr geil, Mr. Henker. Du alter SM-Boy, hast du wieder Bock auf Liebe. Oh, Gift, eklig. Gift ist natürlich eklig, aber trotzdem... Ist okay. Wir werden den ersten Golem-Push, glaube ich, sofort starten. Und wir warten auf die nächste Pumpe, oder? Ne, wir starten den ersten. Scheiß drauf. Mal ist noch einmal im Jahr. Los geht's. Wir haben den Loon dabei. Wir haben den Loon. Das reicht schon. Das passt schon. So, Golem kommt. Pumpe pumpt. Alles sehr, sehr geil.
Walnuss am Start. Bei ihm. Machen das so. Pfeile. Louis am Start. Jetzt noch den Wut bitte drüber. Komm, Wut, komm, Wut. Oh, das ist geil. Ist das, wie gut ist das denn bitte? Das könnte schon drei Sterne, drei Kronenpush sein hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein. Er hat die Horde hier. Die Lakaienhorde. Shit. Na egal. Trotzdem guter Push. Schön Damage hier gemacht. Damit können wir leben. Nächste Pumpe. Wir müssen kurz warten, ob er noch was droppt. Okay, das möchte ich gerne abfangen. Das möchte ich jetzt nicht gerne durchlaufen lassen. Dankeschön. Das fangen wir mal hiermit ab. So. Pumpe wird gedroppt. Sehr schön. Wir gehen wieder auf drei, Leute. Wir gehen selbstverständlich wie immer auf drei. Wir machen nichts anderes. Immer schön auf drei gehen. Kommt ein Feuerball. Alles klärchen. Wir starten unseren Golem-Push natürlich. Das sollte hoffentlich jetzt alles down gehen. Komm, Walnuss. Sterbe bitte. Dankeschön. Der Golem kriegt sehr, sehr viel Damage und ich habe Elixier voll. Oh yeah, ich habe nicht alles getroffen. Scheißegal, der Loon ist durch. Der Loon ist durch. Oh, der Feuerball noch drauf. Auf den Loon. Voll eklig. Hör auf. Geh nicht bitte darauf. Egal. Nächste Pumpe. Scharfrichter gönnt sich. Vor dem Scharfrichter bitte noch ein Golem. Kommt. Versucht er hier einen Überraschungsangriff zu machen. Nee, lass ich gar nicht zu hier. Das lasse ich gar nicht zu. Der Golem kommt natürlich immer wieder drei. Was denn sonst? Glad Army. Das reicht da oben. Beziehungsweise da unten. Scharfrichter kommt. Wutzauber drüber. Pfeile drauf. Oh yeah. Sehr schön auf drei gegangen. Für die Clan-Truhe, für den Clan. Sehr gut. Plus 30, scheißegal. Ich scheiß auf Pokal. Ich will einfach nur was für die Clan-Truhe fahren. Wir schauen kurz rein, wie sieht es allgemein aus. Oh, lange Texte hier. Will ich gar nicht hier. Das ist alles hier. Will ich gar nicht im Video haben. Alles klar. 7 von 10. Ein Tag und 10 Stunden noch am Zeit. Haben wir noch Zeit hier. Wir schauen kurz allgemein Truhe. Ich habe bislang 26 gefahren. Ist nicht die Welt. Ich weiß. Ich werde noch ein bisschen weiter Gas geben. Und ja, packen wir natürlich easy. Gar kein Ding hier wieder für den King. Wenn es aber wieder gefallen hat, schreibt doch gerne einen Kommentar. Und was sagt ihr zu dem Funky-Spawner. Ebenso, wenn es euch gefallen hat, lasst am besten noch ein Like da. Seid wie immer ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi!